Und ich muss dazu sagen, ich bin froh, heute Abend hier zu sein, weil heute hier bin ich Comedian. Ja, daheim bin ich Humoraussätziger. Meine Tochter ist 12 vor Pubertät. Ich muss sagen, alle haben zu mir gesagt, warte mal, bis die in die Pubertät kommt. Niemand hat was von Vorpubertät gesagt. Was ist Vorpubertät? So eine Vorhölle? Und bei uns daheim ist es so, egal was ich im Moment zu meiner Tochter sage, irgendwas, sie antwortet immer mit einem Standardsatz. Haha, sehr witzig, Papa. Das ist hart für einen Komiker, wenn du das 20 Mal am Tag hörst. Es ist nicht so, dass ich daheim dauernd was Lustiges sage. Also, es gibt Grenzfälle. Okay. Vor kurzem, meine Tochter kommt in die Küche und so, Papi, wer hatte den Käsekuchen aufgegessen? Und ich so, der Heilige Geist war's. Haha, sehr witzig. Und dann kommt immer dieses in einer Lautstärke wie ein Gasleck auf offener See. Wo üben die? Da steht eine 12-Jährige vor mir, eine 12-Jährige, die noch nicht mal weiß, dass der Vorname von Goethe nicht Fuck you ist. What? Der Heilige Geist, das war jetzt, nein, das war kein Joke von mir. Das war eine Reminiszenz an meine Kindheit. Kennt ihr das? Haben eure Eltern das auch gemacht? Kennt ihr? Früher, oder? Wenn die Eltern keinen Bock hatten zu antworten. Kind hat gefragt, wer war's? Der Heilige Geist war's. Wenn irgendwas nicht für Kinderohren bestimmt war, wer war's? Der Heilige Geist war's. Wenn im Dorf ein uneheliches Kind unterwegs war, wer war's? Der Heilige Geist war's. Als ich 12 war, dachte ich mir, Heiliger Geist, das ist der geilste Beruf überhaupt. Der hat sie alle gehabt, oder? Und dann musste ich meiner Tochter den Heiligen Geist erklären. Ich so, du Lilly, das ist der katholische Pumuckl. Okay. Schön. Aber pass auf, Heiliger Geist, das sind so Sachen, das erzählen wir unseren Kindern. Das sind die ersten Fake News, die wir unseren Kindern weitergeben, oder? Heiliger Geist, Osterhase, Lügenpresse, hä? Nikolaus, das ist Fake News. Ich muss dazu sagen, ich habe mittlerweile zum Nikolaus, ich weiß, kein Hot-Thema gerade zu dieser Zeit, aber ich habe zum Nikolaus mittlerweile einen ganz anderen Bezug. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal der Nikolaus bei uns in der Familie und ich bin ganz stolz, weil ich durfte es nie machen. Pass auf, wir sind 4 Familien, ich habe 3 Schwager und ich wollte es immer machen und die so, na, nicht der Komiker, das geht schief. Also, und letztes Jahr waren meine 3 Schwager alle mittlerweile aufgeflogen. Dann haben die am Tisch diskutiert. Ja, vielleicht nehmen wir Schwägerin. Ich so, spinnt's hier. Wenn dir der Bart verrutscht, das Kind, eine Frau, der Nikolaus ist eine Transe. Transgender-Traumen. Und dann haben sie gesagt, na, ist okay, Michel, du machst es, aber ganz ernst. Und ich so, kein Problem. Fiel mir nicht schwer, ganz ernst zu bleiben, weil wir haben uns, wir 4 Familien haben uns zusammengetan vor ein paar Jahren, wir haben uns ein Bischofsgewand gekauft. So ein richtiges, war so Samt, Brokat, Gold, nicht wie dieser rot-weiße Coca-Cola-Obdachlose, sondern ein richtiges Gewand und dieses Gewand verströmt Autorität und den Geruch meiner 3 Schwager. Alter, das stinkt wie eine Schildkröte, die du im Herbst unter die Heizung gelegt hast und nach Wochen bemerkst, ui, da ist ja nichts mehr drin. Es ist... Okay. Einige mögen sagen, ja, das Gewand wird ja nur einmal im Jahr angezogen. Ja, das stimmt. Aber da wird's durchgeschwitzt. Da wird's ausgezogen, kommt sofort in die Weihnachtskiste, Deckel drauf. 365 Tage später wird die Kiste wieder aufgemacht. Weißt du, das Gewand kommt von alleine raus. Mit diesem Gewand stand ich letztes Jahr dann am 6. Dezember zusammen mit einem Bischofsstab. Den haben wir uns auch gekauft. So stand ich vor der Tür, ein Wind wehte von hinten. Es war so ein bisschen wie eine Rentierherde, die... Ich habe geläutet, die Tür öffnet sich. Die Kinder haben mich angeguckt. Und ich wusste, ich habe noch nie so viel Autorität im Leben gehabt, wie gerade jetzt in diesem Moment. Nutze sie und ich so...
Ho, 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 draußen vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, von drin, meine Tochter, da stinkt was sehr. Ich muss euch sagen, die Tochter eines Komikers, ich war stolz auf sie. Ich hätte es nicht besser timen können. War großartig. So. Alle haben gelacht. Wir sind ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer hörte ich mich noch diesen Satz sagen: Na, wer von euch Kindern möchte denn gerne meinen Stab halten? Pass auf. Das ist ein Satz, den man heutzutage als Bischof nicht mehr sagen sollte. Schwierig. Hey, alle haben geweint vor Lachen. Mein kleiner Neffe kam zu mir, der war knapp 4, schaut mich an, nicht so: Na, mein Kleiner, was wünschst du dir denn vom Nikolaus? Ein Star Wars Laserschwert, und mit dem hau ich dem bösen Darth Vader die Rübe ab. Ho, 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 der Darth Vader, das ist der mit dem bösen Asthma. Was? Wer ist dieser Asthma? Das ist der Onkel von Prinzessin Leia. Plötzlich meine Tochter laut: Haha, sehr witzig, Papa. Ich hätte es vielleicht noch wegspielen können. Aber die dunkle Seite der Macht und der Komiker in mir waren zu stark. Sei still, Lilly. Ich bin dein Vater.